Da bin ich immer, oh Gott, Leute, das war ja gerade der reinste Stoffkrimi. Ja, wir haben tatsächlich Jeansstoff noch nachbestellen können. Wir arbeiten ja aber noch gar nicht so lange mit diesen Stoffhändlern zusammen und die kennen uns noch nicht so lange. Das heißt, bei denen ist es schwierig mit vorher etwas bestellen und die halten das dann für uns warm. Wir haben uns da jetzt gerade echt die letzten Meter Jeansstoff gekrallt und haben die auch schon direkt bezahlt, dass die auch direkt geliefert werden. Also bitte kauft jetzt auch diese Jeansstoffe, okay? Es gab nur noch zwei Farben. Mittelblau und Schwarz, ich zeige euch die Farbtöne gleich. Auch super schöne Farben und wir machen jetzt gleich zusammen einen Schnitt aus einem dieser Jeansstoffe. Ich würde Schwarz nehmen. Ich habe aus diesem wunderschönen schwarzen Jeansstoff auch schon ein Kleid gemacht. Der ist so super weich auch. Also der fasst sich, also ist nicht wie Jersey, aber der ist auch nicht so dünn wie Jersey. Der ist schon auch so dick wie ein Jeansstoff, aber halt wie ein feiner Jeansstoff irgendwie. So, das ist der Schwarzton. Und das hier ist Mittelblau, den habe ich mir hier schon so schön hingelegt. Also beides tolle Farbtöne. Der mittelblaue Farbton, der hat so eine kleine Melierung drin. Und der schwarze, der ist sehr durchgefärbt auf dieser Seite. Aber ich habe ja auch so eine Hose an, natürlich mit Waschungen und sowas. Das sieht dann nach ein paar Mal Waschen auch wirklich auch aus wie eine Jeans an den Nähten und so. Manche haben dann ja so, wenn ich die dann selber nähe und die sehen schon so aus wie so. Ja, neue Stoffe quasi. Mittlerweile ist ja dieser Used-Look ein bisschen mehr in. Keine Panik, die werden mit der Zeit auch ein bisschen used, weil sie sind ja auch used. So, ha, das war aber. Also, die Stoffe werden in diesem Jahr auch nicht mehr nachproduziert. Wir haben gerade schon. Oh Gott sei Dank kann Miran so gut. Gott sei Dank kann Miran ist der Frauenflüsterer. Wisst ihr das? Der hat mich auch beflüstert. Ja, der hat gerade mit denen lange telefoniert. Also so lange, wie ich jetzt weg war, haben wir mit denen telefoniert. Und ja, gefragt, wie das ist mit der Nachproduktion von den Stoffen. Von diesem hier waren nur noch 100 Meter da. Von dem hier. Die haben wir jetzt bestellt. Wenn der weg ist, ist der weg. Schwarz ist, nee, Schatz, es hat gerade erst aufgelegt. Der hat wahrscheinlich noch nicht alles nachgelegt. Also der stellt gleich die 100 Meter von dem, das glaube ich nicht, dass jetzt innerhalb von 2 Sekunden 100 Meter Jeansstoff ausverkauft ist. Also wenn das so ist, dann aber herzlichen Glückwunsch, Sven. Ja. Der stellt gleich für beide nochmal 100 Meter rein. Den hier bekommen wir nicht nochmal nach. Die anderen Farben bekommen wir auch nicht nochmal nach. Den hier in Schwarz bekommen wir, da haben die glaube ich noch 200 Meter auf Lager. Also den könnten wir heute auch nochmal nachbestellen. Den haben wir jetzt auch nachbestellt. Ja, puh. Was ein Krimi. Das ist ja richtig spannend. Ja, und wir haben natürlich uns mit denen auch in Verbindung gesetzt, weil wir unbedingt wollen, dass sie diesen Stoff weiter produzieren. Und wenn sie den nicht selber weiter produzieren würden, haben wir jetzt gerade, können wir uns jetzt nicht intensiv mit beschäftigen, aber da werden wir dann gucken, dass wir da die Hersteller irgendwie an die Strippe kriegen, weil den will ich unbedingt wieder haben. Ich habe schon gerade so, nein, bitte nicht, bitte, der muss einfach weiter produziert werden. Das ist einfach so ein toller Stoff. Ja, so, da werden wir jetzt gleich einen Zuschnitt von machen. Ja, Maike, habe ich ja gerade schon gesagt. Mera sitzt gerade erst dran und stellt den nochmal ein, den Stoff. Also der müsste gleich wieder da sein. So, ich habe jetzt noch einmal die beiden. Anna hatte ja gebeten von dem Double Sweat Winter. Stoff, Double Face, einmal die beiden Pinktöne zu zeigen, beziehungsweise den Pinkton, glaube ich. Damit meinte sie ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich den hier. Also, den gibt es einmal in Pink. So, das ist der Pinkton, der ist auch wirklich tatsächlich schön pink. Ich hoffe, man sieht das hier gut. Ich muss hier leider, wir haben extra um 9 Uhr angefangen, weil ich dachte, dann ist es draußen schön hell. Ist aber heute diesig draußen. Aber macht nichts. Und das hier ist der Altrosa, ich glaube, der heißt auch Altrosa, auch ein wunderschöner Farbton, finde ich. Altrosa mag ich echt auch ganz gerne. Und ich weiß, Anna näht gerne mit Pink. Und Anna sieht auch immer cool aus im Pink. Sehr schön weich. Wunderbar. Also, Pink und Altrosa. Das sind unsere beiden Rosa- und Pinktöne. Ich glaube, wir haben auch sogar noch irgendwie einen in Lila. Ich weiß es aber nicht genau. Ich hole nachher in dem nächsten Video, was wir machen, einmal alle Farbtöne von diesen Stoffen hier rüber und zeige euch die auch alle einmal nebeneinander. Dann könnt ihr die auch alle einmal im Video sehen. Okay? Ihr macht mich arm. Gut, dass ich den Finken bestellt habe. Wunderbar. So,
Also, ihr Lieben, ich würde sagen, also ich habe total Bock, ich selber will mir natürlich jetzt auch nicht entgehen lassen, noch eine Hose aus diesem Stoff zu bekommen. Gar nicht eigennützig, was ich jetzt hier gleich mache. Und werde euch jetzt einfach einmal zeigen, wo ich meine Maße nehme und wie ich ein Hosenschnittmuster erstelle. Ihr wisst ja, bei uns gibt es auf Kaizo Online-Kurse Online-Kurse. Und dort bringe ich euch bei, wie ihr eure Schnittmuster auf Maß erstellen könnt. Und dort gibt es auch einen Grundkurs für die Schnittmustererstellung von Hosen. Kupfer ist alle. Ich glaube, schwarz ist auch alle. Ich glaube, graumeliert ist auch alle. Das ging ruckizucki. Es haben sich tatsächlich Leute heute Nacht den Wecker gestellt und direkt um 0 Uhr bestellt. Ich habe es ja vorausgesagt. Noch bin ich ja sehr, sehr glücklich, dass die Seite überhaupt läuft. Das ist ja wunderbar. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wir machen jetzt den Hosenschnitt. Also es gibt den Bootcut-Kurs und ich werde mal schauen. Wir werden wahrscheinlich einfach eine von diesen ganzen Stoffbestellungen von den Jeansstoffen heute rauspicken und da werde ich dann meinen Grundkurs für die Schnittmustererstellung von Hosen spendieren. Also an alle, die heute einen Jeansstoff bestellen bei uns, einen von den Super Stretch Jeansstoffen oder auch einen von den anderen Stretch Jeansstoffen. Die sind ja auch elastisch und stretchig, davon haben wir ja auch noch einiges auf Lager. Ich zeige die aber gleich mal nebeneinander. Die sind elastisch und sind auch toll für Hosen, sind aber halt nicht super stretch. Aber die gehen natürlich auch super für Hosen, sonst hätten wir die hier ja gar nicht gekauft. Trotzdem ist der Super Stretch besser. Zumindest wenn man richtig elastischen Stoff haben möchte. Manche möchten ja auch gar nicht so einen super elastischen Jeansstoff haben. Die haben tatsächlich lieber, dass die ganze Jeans ein bisschen fester gestaltet ist und dafür ist der andere Stoff, obwohl er ja auch ein bisschen elastisch ist, aber halt nicht so doll, auch gut geeignet. Wunderbar! Also, alle, die den Jeansstoff heute bestellen, egal welchen Jeansstoff, die hüpfen automatisch mit in den Lostopf für unseren Bootcut-Kurs, vielleicht spendiere ich da auch 2 oder 3, müssen wir mal gucken. Die Gewinner werden wir alle am Wochenende bekannt geben. Und ja, da drücke ich euch jetzt natürlich die Daumen, dass ihr gleich noch was von diesen Jeansstoffen ergattern könnt. Und wir machen jetzt einen Hosenschnitt. Und das machen wir so, ich nehme meine Maße, ich habe hier ja nichts vorbereitet und so, ich nehme meine Maße und zeichne das direkt auf diesem Stoff auf. Ich erkläre euch auch natürlich nebenbei, was ich da mache, aber habt bitte Verständnis dafür, dass ich jetzt nicht ins kleinste Detail alles erklären werde. Es wäre natürlich super cool, dass wenn ihr euch da näher für entscheidet, ihr meinen Kurs kauft. Werbung muss auch sein. Aber ich erkläre euch trotzdem gleich schon coole Sachen. Und ihr könnt ja schon mal euer Maßband rausholen oder auch direkt mitarbeiten, wie ihr möchtet. Und dann zeige ich euch auch nochmal, was ihr jetzt messen müsst, damit ihr wisst, wie viel Stoff ihr bestellen müsst. Okay, ich stelle euch hier mal ein bisschen um. Immer noch mit meinem gigantischen tollen Handyhalter. Den finde ich ja so super gut. Aber der muss hier immer mal wieder nachgezogen werden. So, damit ihr hier alles sehen könnt. Das funktioniert schon mal. So. Wir nehmen den schwarzen Jeansstoff. Wunderbar. Muss ich eben andersrum falten hier. Ja, die sind ja bei der letzten Lieferung auf super mega großer Rolle geliefert worden. Und das war ganz schön anstrengend, die immer pro Meter abzuschneiden und so. Aber nächstes Mal bekommen wir die auf Brettern geliefert. Das funktioniert dann auch. So. Aber wir wollen ja auch nicht meckern, ne? Ist ja auch Sport. Nähen und so ist ja auch Sport. So. Einmal zu der Elastizität des Stoffes. Also, ich habe vorhin schon gelesen, der liegt ja nur in Anführungsstrichen 1,30, ja, aber der ist ja auch wirklich sehr, sehr elastisch. Also wenn ich jetzt mal hier, liegt der überhaupt 1,30? Nee, der liegt sogar, na doch, 1,30. So, also wenn ich jetzt mal hier das dran halte, ich würde wahrscheinlich aus einem steifen Jeansstoff aus dieser Breite keine Jeans für mich bekommen, aber dadurch, dass der wirklich so mega elastisch ist, bekomme ich da tatsächlich eine sehr gut sitzende, tolle Jeans draus. So. Ich halte jetzt mal das Maßband hier dran und ziehe mal den ganzen Stoff, wie elastisch der ist. Da kann ich wohl noch ein bisschen mehr Weite geben. Also den ziehe ich locker mit einer guten, ohne dass es jetzt zu fest wird, sage ich mal. Hier ziehe ich den locker auf 85, 86, das heißt 1,60, 1,70. Ihr müsst bei elastischen Stoffen ja auch immer darauf achten, dass sie dann halt nicht... Ja, elastische Stoffe, genauso wie wenn ihr einen festen Stoff näht oder einen Jersey-Stoff nehmt,
näht, dann gebt ihr natürlich nicht so viel Weite rein, wie wenn ihr mit einem festen Stoff näht. Dafür nähen wir ja mit elastischen Stoffen, dass die schön auch eng und knackig sitzen können, ne? Und trotzdem noch bequem sind. Also, da müsst ihr jetzt keine Angst haben. Ich sag mal, bis zu einem Gesäßumfang von, ich messe mal eben bei mir und ihr könnt euch gleich das Ergebnis angucken. Wir machen jetzt gleich diesen Hosenschnitt und ich nähe euch die Hose auch zusammen im Schritt und an den Beinen, damit ihr hinterher auch seht, wie die bei mir sitzt und dass das auch tatsächlich so ist, wie ich euch das sage. So, ich nehme mal meinen Gesäßumfang. Euren Gesäßumfang nehmt ihr immer an der weitesten Stelle von eurem Hintern. Wenn das mehr in Richtung Oberschenkel ist oder vielleicht auch sogar ein bisschen an der oberen Hüfte, dann bitte da den Gesäßumfang messen, weil das muss ja so, ich messe das jetzt natürlich über meiner Hose drüber. So, 114, also wenn ich jetzt hier 114 habe und dann hier muss ich ja meinen Gesäßumfang reinbekommen sozusagen und auch noch ein bisschen Weite für die Schrittweite haben. Da hätte ich jetzt eine Handbreit, also ich sag mal bis zu 120 Gesäßumfang könnt ihr auf jeden Fall mit der einfachen Breite rechnen und dann müsstet ihr einmal ausmessen, wo eure Hose sitzen soll. Bei mir ist das ja eher, ich trage meine Hosen immer eher ein bisschen höher. Ich zeige euch mal meine Hose, die ich jetzt hier anhab. Wieder hier runterstellen. So, die ist ja auch aus diesem Stoff genäht und ich nähe ja gerne mit so elastischen Bündchen, das wisst ihr ja. Wir haben aber natürlich auch Kurse für feste Bündchen. Hier ist jetzt so ein breites Gummi innen drin, das ist oben und unten festgesteppt. Und ja, so, das ist die Hosenhöhe. Bei mir geht die tatsächlich bis über den Bauchnabel. Und hier ist bei mir die Körperstelle, wo sich immer alles knickt und biegt. Und das ist für mich die optimale Stelle von der Hosenhöhe her. Das heißt, der Bund, der liegt ja doppelt. Den würde ich jetzt auch doppelt berechnen in der Höhe. Dann würde das Ganze ja wahrscheinlich ungefähr hier so sitzen. Und dann würde ich jetzt ab hier einmal messen. Bis unten auf den Fußboden für die Länge des Stoffes und würde den dann so bestellen, plus irgendwie 20 cm für, ja, keine Ahnung, vielleicht läuft aber der läuft beim Waschen eigentlich echt kaum ein, aber unten vielleicht wollt ihr noch einen Schlag dran machen oder vielleicht möcht ihr noch Taschen machen oder irgendwie sowas, also dann das ruhig noch plus berechnen und dann habt ihr eure Größe für den Stoff raus. Okay. Ging alles schnell raus, was ich haben wollte. Ja, ich habe das ja vorher schon gesagt, Leute. Der Wellness fließt braun-grau, Zapfmuster, Strickmuster, kuschelweich, sieht aus wie der schwarz-grau bei der Bestellung. Kannst du nochmal die beiden zeigen? Zeige ich gleich super gerne alle nochmal nebeneinander und hol die auch alle nochmal her, die unterschiedlichen Farbtöne, wenn wir hier fertig sind mit der Jeans. So. Hier noch ein bisschen weiter herkippen. So, okay, wunderbar. Dann legen wir mal los. Also, meinen Gesäßumfang habe ich ja gerade schon gemessen. Das nehme ich jetzt geteilt durch 4. Ihr wisst ja auch alle schon mit der Schrittkurve Bescheid und sowas. Das ist jetzt bei diesem Projekt natürlich auch nicht anders. Bitte, wenn ihr eng sitzende Hosen habt, dann nicht unbedingt die Schrittkurve so eckig machen. Wir hatten ja dieses ganze Thema hier mit den Kuschelhosen und so. Und mit den Hosen mit dem weiten Bein, ohne Innenbeinnaht, super bequem und geht natürlich auch super gut aus so einem Stoff. Und wenn ihr den unten offen lasst, also und nicht mit so einem Gummiband oder sowas schließt, das sieht auch ziemlich elegant aus und eigentlich müsstet ihr dann nur noch ein bisschen Weite am Bein vielleicht wegnehmen, wenn ihr dann einen normalen Hosenschnitt haben möchtet. So, 112. Ich gehe mal hier die 112 rüber, geteilt durch 4. Also ich habe das Maßband jetzt sozusagen viermal übereinander geklappt. Machen hier eine Markierung. Das gleiche mache ich an dieser Seite auch. Das messe ich mir eben aus, wie hoch die Hose bei mir sitzen soll. Das messe ich einmal durch den Schritt durch, also einmal von vorne. Ich komme einmal hin. Einmal von hier vorne, wie hoch die Hose sein soll, bis hier hinten, wie hoch die Hose sein soll. Und gucke dann eben einmal, wo die Mitte davon ist. Das ist natürlich in der Mitte beim Schritt, bei dieser Naht. So. So, das ist vorne, das ist 30, das ist schon inklusive berechnet mit dem Bündchen, also das muss ich jetzt nicht nochmal extra berechnen, das Bündchen. 30 ist es vorne und hinten war ich bis zu 77 hoch, so, das ist für hinten und 30 ist es vorne. So,
Ich mache das jetzt natürlich alles in schnell und so, wie ich das eigentlich hier zu Hause auch mache und nicht in Schritt für Schritt langsam erklärt. Nicht, dass ihr denkt, was macht die denn da? So, ich mache das ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren und von daher laufen bei mir natürlich viele Vorgänge im Kopf und schnell ab. So, hier, das ist hinten. Hier nehmen wir die Mitte. Das ist vorne Mitte. Das ziehe ich hier nach hinten hoch. Das ist hinten Seite, das ist hinten Mitte. Hinten Mitte ist ja ein bisschen größer als an den Seiten, ein bisschen höher. So, und jetzt weiß ich ja schon, der Stoff ist elastisch. Wenn ich hier die Nahtzugabe von wegnehmen würde, das wäre schon eng, aber dieser Stoff, der darf ruhig ein bisschen enger sitzen. Von daher würde ich hier wirklich mal, und hier bei mir geht die Hose ja auch sehr weit hoch in meinen Gesäßbereich, hier würde ich wirklich nochmal ein bisschen was runternehmen. Kurve schön kurvig machen und auch hier vorne ruhig ein bisschen mehr rausnehmen von der Weite, so dass mir die auch wirklich gut sitzt. Hier an den Seiten würde ich auch ein bisschen reingehen. Hier auch. So, hier sitzt ja meine Taille, dass ich das auch richtig schön auf Form schon habe von der Taille her. So, und bei mir würde die Mitte von den Hosenbeinen hier sein. Und was machen wir denn? Was wollen wir für eine Hose machen? Bootcut, Straight Leg. Genau. Wenn du mehr hast, dann würdest du einfach 2 Meter nehmen, beziehungsweise wenn 1 Meter bei dir passt oder 1,50 Meter und dann müsstest du 3 Meter nehmen und müsstest das halt einfach anders übereinander schlagen und anders falten. Genau, richtig. Bootcut. Bootcut war die erste Antwort. Okay, die nehmen wir. So, machen wir die Bootcut. Jetzt könnte ich noch meinen Oberschenkelumfang einmal messen, dass ich damit den Oberschenkel auch auf jeden Fall reinpasse, aber ich habe ich habe nicht so enorm breite Oberschenkel, deswegen passt das bei mir im Grundschnitt immer sehr gut. Ja, da haben wir jetzt ja die Weite schon von runtergenommen. Das sieht gut aus. So. So, das gleiche ich gleich nochmal an, dass es auf beiden Seiten gleich ist. Jetzt muss ich meine Innenbeinlänge messen. Die messe ich von meinem Schritt aus bis ganz nach unten auf den Fußboden. So. Ein bisschen länger. Ich mag meine Hosen gerne ein bisschen länger tragen. Mit ein bisschen Saum unten dran. Also 83, weiß ich, ist meine normale Innenbeinlänge. Ich mache das jetzt aber mal auf 88. Erstens habe ich den Stoff noch nicht gewaschen. Und zweitens mache ich mir sehr gerne unten so einen Umschlag an meine Bootcut-Hosen. Ich finde, das sieht immer cool aus. Und jetzt könnt ihr ja eigentlich die Beinform so ein bisschen selber bestimmen. Eine Bootcut, die ist ja immer ein bisschen na, so. Und dann unten weit, aber nicht ganz so weit. Also Bootcut, das kommt ja von den Cowboys und so. Die haben ja diese Hosen so gehabt. Damit die unten über den Stiefel passen. Manche Bootcut-Hosen, die ich sehe, die sind unten ein bisschen, ein bisschen ausgestellt, manche sind nicht ausgestellt. Da müsst ihr jetzt selber eben gucken, wie möchtet ihr, dass die sitzen. Ihr könnt natürlich jetzt auch einen Schlag reinmachen, ihr könnt das bis hierhin so machen. Ihr könnt, manche Bootcut-Hosen, die sind ein bisschen so glockig gestaltet, so. Oder manche sind auch einfach ganz gerade runtergestaltet ab Knie. Das ist dann trotzdem noch so eher in Richtung Bootcut. Eine Straight Leg, die ist ja ein bisschen enger. So, hier aufpassen, dass ihr hier keine besonders dollen Kurven oder irgendwas zeichnet. Nicht so besonders doll hier rein. Und auch hier am Oberschenkel keine großartige Außenkurve machen. Eventuell mit dem Lineal nochmal so gegenhalten und gucken, ob irgendwo so eine Beule oder irgendwas ist. Mir ist zum Beispiel dieses hier nicht so bäulig machen. Es sei denn, ihr habt tatsächlich sehr starke Oberschenkel an der Seite. Das müsst ihr natürlich alles so ein bisschen mitbetonen. Aber im Prinzip, wenn ihr meinen Kurs mitmacht, dann arbeitet ihr euch ja von diesem Modell hier, was sehr, sehr einfach ist umzusetzen, durch Abstecken an dieses Modell hier. Ich brauche bei mir nichts mehr abstecken. Ich weiß bei mir, wie was fällt, aber ihr erarbeitet euch ja euren Grundschnitt, eure Grundform an eurem Bein. So, dann wollen wir mal. So, nicht wundern, ich schneide ganz oft gar nicht wirklich dann auf der Linie, die ich gezeichnet habe, sondern ich korrigiere meine Linien direkt beim Schnitt ganz oft nochmal mit.
gleichzeitig auch, warum es für mich viel einfacher ist, ein Stück Muster selber zu herstellen, anstatt ein Stück Muster auszuschneiden und zu kleben. Das ist halt einfach. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat und ausprobiert hat und weiß, wo man was umstellen muss, dann ist es halt einfach wirklich einfacher, wenn man das Freihand einzeichnet und sich überlegt, was man wo haben möchte und dann die Maße einmal nimmt und fertig. So, hier würde ich jetzt einmal das weiter nach vorne ziehen ein bisschen. So. So. Jetzt nehmen wir das hier und nehmen das als Schablone für das andere Bein. Eins nehme ich mal raus. Das ist jetzt zweimal der vordere Schnitt, der vordere Zuschnitt. So. Und diese beiden Linien sozusagen, das ist ja zweimal das Innenbein. Einmal das Innenbein von der vorderen Seite und einmal das Innenbein von der hinteren Seite. Die beiden müssen natürlich übereinander liegen und auch die gleiche Form haben, damit ihr sie hinterher wieder gut miteinander zusammennähen könnt. Genau das gleiche am Außenbein. Ich ziehe das mal hier ein bisschen weiter her, sonst komme ich da gleich nicht mehr hin. So, also dieser Schrittbereich, das hier, das darf natürlich unterschiedlich gestaltet sein. Das ist ja vorne einmal die Schrittnaht und hinten die Schrittnaht. Aber alles andere an den Beinen, das sollte möglichst gleich gestaltet sein, damit ihr das dann hinterher wieder gut aufeinander nähen könnt. Und jetzt könntet ihr, das mache ich mal eben, weil ich weiß ja, also hier so wäre ja mein Hintern, ne? Und ich möchte ja gerne hinten ein bisschen mehr Platz in der Hose haben als vorne. Deswegen ziehe ich mir jetzt meinen Schnitt hier einmal so rüber, dass ich im Hinterbein ein bisschen mehr weiter habe als vorne. Nehme aber natürlich diese Linie hier als Linienführung weiter, dass ich die beiden Beinlinien gleich habe. So. Korrigiere ich nochmal. Wunderbar. Jetzt habe ich zwei Schnittteile für die vordere Hose. Und hier ist mein hinteres Schnittteil für die Hose. Auch da aufpassen, dass ihr hier hinten keine Beule habt. Ich sehe zum Beispiel beim Schneiden jetzt, okay, da ist eine Beule nach hier hin. So ein bisschen, nicht doll, aber ein bisschen. Und die mache ich natürlich jetzt im Schnittmuster weg. So, jetzt seht ihr auch der mittlere Bereich vom Schritt, der liegt natürlich nicht genau in der Mitte, der ist ein bisschen weiter nach vorne gezogen, weil die Strecke am Gesäß einfach ein bisschen länger ist als vorne an der Schambeinkurve. Und deswegen ist meistens der hintere Teil sowieso ja höher gearbeitet, aber auch ein bisschen weiter in die Mitte von der Schrittnaht rein. So, jetzt habt ihr zwei hintere Teile und zwei vordere Teile. Und die werden jetzt gleich so aufeinander genäht. Einmal das rechte Bein und einmal das linke Bein. Wenn ihr jetzt etwas überlegt, mit zum Beispiel möchtet ihr vielleicht irgendeine doppelte Naht oder sowas machen, dann bitte erst die Seite schließen, wo ihr die doppelte Naht machen wollt. Also zum Beispiel steppen ja viele Leute ihre Außen- oder Innenbeinnaht nach hinten ab. Die Absteckung von dem Außenbein, das ist meistens nur einfach zur Zierde gedacht. Und ich würde allen, die Probleme haben mit Hosen, die an den Oberschenkeln, an den inneren Oberschenkeln aneinander reiben, den würde ich jetzt wirklich dringendst empfehlen, erst die Innenbeinnaht zusammenzunähen, dann die Nahtzugabe nach hinten wegzuklappen und die dann wirklich am Stoff festzusteppen. Das ist wirklich, wirklich viel, viel angenehmer zu tragen, vor allen Dingen hier in diesem oberen, mittleren Oberschenkelbereich. Ja, ist das wirklich saubequem. Vor allen Dingen, wenn ihr dann so einen wundervoll weichen Stoff hier habt, das ist dann wirklich super. Das fühlt sich fast so an wie ohne Innenbeinnaht und scheuert dann auch nicht. Ich kenne viele Frauen, die haben tatsächlich durch Jeans und so dann aufgescheuerte innere Oberschenkel. Da gibt es mittlerweile auch schon so Unterwäsche, die bis hierhin gearbeitet ist, ohne Nähte. Aber trotzdem denke ich, das könnte nochmal so ein kleiner Kniff sein für euch, dass ihr wisst, okay, das steppe ich nach hinten um. Das mache ich auch tatsächlich auch bei meinen Leggings.
Überall. Wirklich fast überall. Also selten, dass ich das nicht mache. Und außen ist natürlich, wenn ihr das jetzt einmal genäht habt und steppt dann die Innenbeinnaht um, das klappt natürlich super. Dann in dem Fall könnt ihr ja wirklich so gerade arbeiten und absteppen. Müsst ihr euch halt überlegen. Wenn es euch wichtiger ist, diese Außenbeinnaht abzusteppen, dann jetzt erst die Außenbeinnaht zusammenlegen und zusammennähen und dann die Außenbeinnaht absteppen. Wenn ihr das gemacht habt, beide Beine zusammengenäht und eventuell abgesteppt, dann einfach die Hose sozusagen so zusammenhalten und den ganzen Schritt einmal durchnähen. So von hier nach da, vorne und hinten. Und dann ist eure Hose im Prinzip schon fertig. Natürlich, wenn ihr jetzt Taschen anfertigen möchtet, sei es jetzt Einschubtaschen hier. Ne? Einschubtaschen kann man hier einarbeiten, jetzt natürlich ganz klar, wie bei anderen Jeans auch. Hinten könnt ihr Taschen drauf machen, da könnt ihr euch ja schon mal eine Taschenform draufzeichnen, die ihr denkt, die wäre cool. Das machen wir auch ganz oft und ganz viel, dass wir einfach wirklich sagen, komm, mal mir mal eine Tasche auf den Arsch. Und dann gucken wir uns an, welche uns am besten gefällt, in welcher Größe, in welcher Tiefe. Das machen wir da ganz oft bei unseren Probeschnitten schon, sodass wir für uns schon so die optimale Taschenform irgendwie so rausfinden können. Ja, wenn ihr sowas machen möchtet, das müsst ihr natürlich auch als erstes machen, also die Taschen ein- und aufnähen. Und was noch? Ihr könnt natürlich auch aus so einem Hosenschnitt, das muss nicht ein Hosenschnitt mit elastischen Bündchen sein, ihr könnt auch einfach High Waist könnt ihr machen mit Knöpfen oder mit Reißverschluss. Ihr könnt ganz normal, wie bei einer ganz normalen Hose, das ist kein unterschiedlicher Schnitt und kein unterschiedliches Schnittmuster. Das unterscheidet sich einfach nur dadurch, dass ihr halt ein anderes Bündchen oben dran habt. Ihr habt ja auch bei der normalen Hose einen Hosenbund und das könnt ihr natürlich selbstverständlich auch mit solchen Stoffen machen. Das ist ja kein Thema. Auch dafür haben wir einen Aufbaukurs bei uns auf der Seite, wie man einen Reißverschluss einnäht und wie man den Hosen, einen festen Hosenbund mit Knopf macht. Und natürlich eignen sich auch solche Stoffe hervorragend, um eine richtige Hose zu machen. Ihr könnt auch einfach so eine Fake-Knopfleiste oben machen und trotzdem ein elastisches Bündchen. Und ich sehe ja auch tatsächlich immer mehr Jeanshosen mit elastischem Bündchen im Einzelhandel. Also wo ich dann wirklich... Haben sie das geklaut von mir? Nein, natürlich nicht. Oder? Aber es ist ja immer mehr tatsächlich auch wie mit elastischen Sachen und elastischen Einsätzen gearbeitet. Und da sehe ich auch ganz oft so Fake vorne so fake aufgesteppte Nähte, die dann halt einfach so aufgesteppt sind und dann trotzdem aussehen wie Knöpfe oder wie Reißverschlüsse oder irgendwie sowas. Da kann man ganz viele coole Sachen machen. So, ich nähe das jetzt gleich zusammen. Bevor ich das zusammennähe und euch zeige, wie die Hose sitzt, wird bestimmt gut sein, Leute, werde ich hier nochmal durchscrollen und gucken, ob ihr irgendwelche Fragen habt. So. Andere und kurze habe ich schon öfter genäht, besonders für zu Hause. Aber Jeans habe ich mir komplizierter vorgestellt. Ist es nicht. Es ist wirklich einfach. Es gibt einfach ein paar Sachen, da muss man irgendwie drauf achten. Vor allen Dingen, wenn man die Hosen halt eng haben möchte. Und ich glaube wirklich, das größte Problem, was es bei den herkömmlichen Schnittmustern gibt, die Schnittmuster sind meistens gar nicht so scheiße, es ist dieses Problem. Dieses Problem mit der Schrittkurve. Und ich habe jetzt auch schon andere Videos mal geguckt, so, um mir anzuschauen, woher kommt denn eigentlich das Problem, warum erklärt das eigentlich keiner so wie ich und habe ich das irgendwie falsch verstanden. Aber ich sehe dann auch, wie dann Änderungen gemacht werden an den Hosen und es wird nicht besser. Also ist diese Lösung hier schon richtig. Das ist nicht, wir haben hier unten nicht so einen Schritt, so einen eckigen, sondern einen runden. Deswegen müssen die Schrittkurven einfach ein bisschen runder sein. Und ich sehe das ja auch an fertigen Jeans und so. Warum zum Beispiel fertige Jeans mit festen Stoffen trotzdem diese Naht hier haben können, ist, weil die am Oberschenkel so eng gearbeitet sind, dass wenn ihr mit eurem Hintern da drin seid, dadurch, dass der Hintern die Hose so weit auseinanderzieht sozusagen, kommt die Naht auch wieder nach vorne. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hoffe schon. Ja, aber sobald der Stoff ein bisschen elastischer ist oder sowas, wird halt die Naht hinten in die Kimmel wandern und vorne einen wunderschönen Cameltoe präsentieren, was nicht schön ist. Und deswegen, glaube ich, denken viele, es ist schwierig, so eine Jeans zu nähen. Vielleicht mal in meinem Kurs gucken, da erkläre ich das auch noch. Oder in unserem kostenlosen Video über diese Hose, da erkläre ich das auch nochmal. Das ist wirklich nicht so schwierig. Guten Morgen, liebe Svenja. Kann ich dieses Live-Video auch heute Abend weiterschauen? Ja, natürlich. Ihr könnt super gerne heute Abend weiterschauen. Gar kein Problem. Die Videos werden hier alle gepostet. Und die reinen Stoffvideos, also wo ich nur was zu Stoffen erkläre, die werde ich nicht bei uns auf Kaizu Online-Kurse posten. Aber alles, was jetzt hier so zum Beispiel mit einer Hose zu schneiden und nähen und sowas zu tun hat, das werde ich auf jeden Fall auch
in unsere kostenlose Kursrubrik Live-Kurse auf Kaizo Online-Kurse runterladen und posten. Ja, Rita, ich zeige die Stoffe gleich nochmal. Ich möchte eben das mit der Jeans fertig machen und dann hole ich gleich nochmal alle Wellness-Fließstoffe rüber und zeige die nochmal. Der Jeansstoff ist weg. Also schwarzen müssten wir eigentlich haben und mittelblau auch. Falls der schwarze, mittelblau haben wir nur einmal nochmal bekommen. Den hier, da haben wir gerade den Rest vom bestellt. Wenn der jetzt tatsächlich nochmal weg ist im Shop, ist er weg. Und den Jeansstoff, den schwarzen, den können wir nochmal nachbestellen. Das weiß ich. Sollte der jetzt tatsächlich schon wieder ausverkauft sein? Schatz, stell den nochmal nach. Okay, ich lese ihn nochmal durch. Wie viel Stoff brauche ich von dem Jeansstoff bei einer Beinlänge außen 1 Meter? Also wenn deine ganze Hose außen 1 Meter ist, ich habe ja gerade schon gesagt, wenn bis zu einem Gesäßumfang von 120 Metern, der größte Arsch der Welt, du musst, 120 cm, Gesäßumfang an der weitesten Stelle bis zu 120 cm, kommt ihr mit der Weite aus, weil der ja sehr elastisch ist. Ansonsten nochmal eben den Anfang von diesem Video hier gerne gucken. Da zeige ich euch das auch nochmal. Und dann halt die Höhe von der Hose, von wo sie bei dir gehen soll. Also bis zum Bauchnabel oder bis zur Taille und dann bis zum Fußboden messen. Und dann Breite mal Länge. Also wenn du dann unter 1,20 Gesäßumfang hast und nur 1 Meter brauchst, um von der Länge hinzukommen mit Bündchen und so, auch noch mit berechnen und unten Saumzugabe, dann brauchst du nur 1 Meter bestellen. Richtig. Ansonsten, wer über 1,20 Gesäßumfang hat, dem würde ich empfehlen, tatsächlich halt die doppelte Länge zu bestellen, damit man den Stoff dann anders legen kann. So. Ach, wenn ich schon so weit wäre mit freigeschalten. Ja, ich weiß, der Superstretch war sehr schnell weg. Renate, es haben auch tatsächlich viele sich heute Nacht den Wecker gestellt und bestellt. Ich habe es ja schon gesagt. Ich kenne das ja schon. So. Ich habe meinen Grundstück fertig. Yay, super. So. Also, bevor ich jetzt hier ganz lange unsere Laichzeit verprasse. Und ihr hattet zwei schwarze. Der 200 Gramm ist weg. Dankeschön, danke. Ja, nee, die eine. Und zeig uns das dann auch gleich und dann kannst du ja auch nochmal berichten, wie das mit dem Stoff ist. Wir werden den ja bestimmt irgendwie nächstes Jahr auch hoffentlich, ich hoffe es einfach, wieder ins Programm kriegen. Aber der Stoff ist einfach wirklich mega. Und wir haben ja auch noch andere Stretchstoffe. Wir haben ja auch noch die anderen Jeans-Stretchstoffe und die sind ja nicht schlecht, nur weil sie nicht der Super-Stretch-Jeans-Stoff sind. Die sind auch toll und die sind auch elastisch. Aber es ist halt eher so in Richtung, ich sag jetzt mal, normaler Jeans-Stretchstoff, das kann man nicht sagen. Sagt das mal alle. Also, ein Jeansstoff mit einem Elastananteil. Diese hier sind auch super. Die sind halt ein bisschen, die sind im Griff halt ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, mehr jeansiger. Na, diese hier, wenn ich diese hier anfasse, die sind halt einfach schon wirklich mega weich und so. Und diese hier, die haben wir auch noch in unterschiedlichen Farbtönen und die sind auch super für Jeans. Die sind halt aber nicht ganz, ihr seht ja, die sind auch super elastisch. Aber sie fühlen sich tatsächlich mehr an wie ein echter Jeansstoff. Die hier, das ist auch ein echter Jeansstoff, aber die sind einfach irgendwie weicher, ich weiß es nicht. Die sind halt irgendwie weicher. So. Ich hoffe, das habe ich gut erklärt. Ansonsten hole ich euch auch gleich gerne nochmal unsere, ich sag jetzt mal, normalen Stretch-Jeans-Stoffe hierher und zeige euch die Farben, die wir von denen noch haben. So, der lässt sich super vernähen. Ja, vernähen lässt er sich auch super, der ist einfach toll. Gab es einen Code für VIP-Kunden? Genau, es gibt einen Prozente-Code für VIP-Kunden. Den werde ich jetzt natürlich nicht hier verraten und den schreibt hier bitte auch keiner rein. Bitte, wenn du VIP-Kundin bist, wenn du VIP-Mitglied bist, dann schau mal bitte bei uns in der Facebook-Gruppe für die VIP-Mitglieder. Dort haben wir den Code nochmal reingeschrieben und du kannst auch einfach dich einloggen bei uns auf der Seite in dein Kundenkonto und guckst in deinem Kundendashboard unter meine Mitgliedschaften und dort hast du dann ja die VIP-Mitgliedschaft. Und
Dort findest du den Code auch in der Beschreibung von der VIP-Mitgliedschaft. Da ist der Code drin, da ist der Link zu Stoffjunkies drin und am besten dann auch direkt noch deine Bestellnummer mit in die Stoffjunkies-Bestellung schreiben. Dann haben wir es viel leichter, das hinterher nachzuvollziehen. Bei mir scheint der Code nicht funktioniert zu haben. Renate, wenn das so ist, schreib uns bitte eine PN. Meran sitzt ja am Computer, an info@stoffjunkies.de schreiben. Und ansonsten, PN hier, Social Media besser nicht. Also besser eine E-Mail schreiben an Meran, der sitzt ja heute den ganzen Tag am Laptop und beantwortet eure Fragen und hilft euch, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Also da bitte dann einmal hinschreiben. So, ihr Süßen, ich gucke jetzt nochmal, was mit dem schwarzen Jeansstoff passiert ist, ob der schon wieder ausverkauft ist oder was. Und werde den ansonsten nochmal ordern lassen. Und nähe jetzt einmal diese Hose zusammen, weil die möchte ich euch natürlich unbedingt gerne zeigen und euch zeigen, dass die wirklich sehr, sehr geil sitzt und wie dann halt dieser Stoff sitzt, wenn er verarbeitet ist. Okay, dann bis gleich. Ciao.